Wir reden heute über fünf Dinge, die vielleicht auch du vor deinem Tod noch bereust. Hallo und willkommen bei Devil, deinem Date-Doktor hier auf YouTube. Heute widmen wir uns dem Bestsellerbuch Was Sterbende bereuen. Die Altenpflegerin Bruanie Varé hat darüber ein Buch geschrieben. Sie hat immer wieder Leute in den letzten Wochen ihres Lebens begleitet und sie gefragt, was hättest du gerne anders in deinem Leben gemacht, was bereust du in deinem Leben? Und diesem Thema widmen wir uns heute. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben. Immer wieder sagen Sterbende genau diesen Satz, weil so viele Wünsche und Träume offen geblieben sind, unerfüllt geblieben sind, obwohl die Zeit dazu da war, obwohl sie die Gelegenheiten hatten. Aber sie ließen sich immer wieder von der Familie oder von Freunden in Verhaltensmuster treiben. Sie wurden immer wieder in eine Schublade gesteckt. Du musst dein Leben so leben, weil wir das von dir erwarten. Und das ist schade. Lebe dein Leben selbstbestimmt. Bestimme selber, wie dein Leben auszusehen hat. Und lass dich nicht in eine gewisse Schublade drängen. Du musst nicht das Leben führen, was andere von dir erwarten. Du musst das Leben führen, was du von dir erwartest. Ich wünschte, ich hätte weniger gearbeitet. Erst am Ende eines Lebens merkt man, wie viel man gearbeitet hat. Natürlich mit dem Antrieb heraus, dass man seiner Familie ein besseres Leben schafft, sie finanziell absichert und dass man am Ende seines Lebens mehr Zeit hat und diese dann mit seiner Familie verbringen kann. Aber man merkt dann, dass die gesellschaftlichen Anforderungen immer höher werden, immer mehr werden und man muss dann im Alter immer noch arbeiten. Und am Ende merkt man, dass man viele Dinge verpasst hat. Man verpasst, wie seine Kinder aufwachsen. Diese Momente kommen nie zurück. Man verpasst, tolle Momente mit seinem Partner zu verbringen. Man verpasst so viele tolle Momente, einfach weil man nur sein Leben mit der Arbeit verbracht hat. Arbeit ist wichtig, sie gibt uns ein gutes Gefühl. Aber wenn man sein Leben nur noch mit der Arbeit verbringt, verschwendet man sein Leben. Achte auf das, was du wirklich willst und verschwende dein Leben nicht nur an deiner Arbeit. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle frei auszudrücken. Viele Menschen haben Angst davor, vor der Gesellschaft, wie diese wohl reagiert, wenn sie ihre Gefühle frei ausdrücken. Viele Menschen haben zum Beispiel Gefühle für das gleiche Geschlecht und fühlen sich dazu hingezogen. Sie sind also lesbisch oder schwul oder vielleicht auch bisexuell und haben Angst davor, wie wohl die Familie reagiert oder Freunde und diese sich wohl möglich sogar noch von einem entfernen. Viele haben aber auch einfach Angst davor, ihre Liebe einem anderen Menschen zu gestehen. Oder sie haben Angst davor, Nähe zuzulassen in der eigenen Partnerschaft, weil sie dann verletzbar sind, weil sie angreifbar sind. Und dabei entgeht ihnen natürlich so viel Lebenslust, so viel Energie, so viele tolle Momente. Also, stehe zu deinen Gefühlen und trage sie nach außen wie ein Schild. Du musst sie nicht extra einmauern und verschließen. Trag sie offen, zeig sie eben, dann bist du auch nicht angreifbar. Schenke Liebe und du bekommst auch Liebe zurück. Ich wünschte, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden nicht verloren. Oft ist es so, dass die Arbeit und all die Verpflichtungen unsere Familie uns so stark fesselt und so stark in Besitz nimmt, dass wir den Kontakt zu unseren Freunden verlieren. Und das ist schade. Man denkt sich, ach, ich rufe ihn nächste Woche an. Ach, ich rufe ihn nächsten Monat an. Oder nächstes Jahr, das reicht auch noch. Und dann merkt man, ich habe auf einmal die Telefonnummer nicht mehr, ich habe seine Adresse nicht. Er ist auf einmal weg. Weg aus meinem Leben. Und jeder von uns stellt sich ja vor, wie er in seinem Alter die Zeit mit seinen Freunden verbringt, vielleicht auf der Veranda sitzend, mit einem Cocktail in der Hand. Alle reden durcheinander und lachen und haben Spaß. Und das hat man auf einmal nicht mehr, weil man die Kontakte verloren hat. Pflege also deine Kontakte. Deine Arbeit und deine Familie ist wichtig, aber vergiss dabei niemals deine Freunde, denn später werden sie dir sonst fehlen. Ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklich zu sein. Viele Leute verstehen nicht, dass es eine freie Entscheidung ist, glücklich zu sein. Dass es hier oben anfängt, dass man diese Entscheidung klar treffen muss. Sie denken, dass sie mit dem Traumhaus glücklich werden, dass sie mit ihrem Auto glücklich werden, dass sie mit der gewünschten Summe auf dem Bankkonto glücklich werden. Aber das ist es nicht. Irgendwann merken sie, dass sie sich leer fühlen, dass sie ihre Gefühle immer nach innen gekehrt haben, immer wieder gesagt haben, ich muss das noch erreichen, ich muss jenes noch erreichen, sich nie die Zeit dafür genommen haben, mal in sich zu blicken, mal in sich zu schauen und zu gucken, was will ich wirklich, was macht mich glücklich im Leben, was will ich eigentlich? Und da merkt man relativ schnell, es ist eigentlich gar nicht das Auto, es ist eigentlich gar nicht das Haus, es ist meine Familie, es ist die Zeit mit meinen Freunden, es ist ein Spaziergang am Strand. Das macht mich glücklich. Jeder hat da natürlich andere Bedürfnisse. Man muss in sich hineinschauen und gucken, was will man eigentlich? Was macht mich im Leben glücklich?
und seine Zeit nicht mit Dinge verbringen und Träumen hinterherjagen, Illusionen hinterherjagen, wie das Traumhaus, was einen dann erst glücklich macht und erfüllt. Und dann merkt man irgendwann, ein Haus ist eine tolle Sache. Das bereitet einen auch Freude. Aber es ist nicht das, was man wirklich wollte. Überlege, was du wirklich im Leben willst. Das waren jetzt die 5 Kernaussagen des Buches. Kritiker sagen dazu, dass dieses Buch Schwarzmalerei betreibt, dass es alten Leuten aufzeigen soll, was sie in ihrem Leben alles falsch gemacht haben und es ihr Leben verderben soll. Ich sehe das aber relativ positiv. Ich sage, dieses Buch zeigt uns so viele Sachen auf, so viele Sachen, die wir an unserem Leben verändern können, die wir anders machen können. Wir können aus den Fehlern der vorigen Generation lernen. Wir können aus den Fehlern unserer Großväter, unserer Großmütter lernen. Und das ist doch etwas Positives. Wir können etwas Tolles erreichen. Wir können unser Leben frei leben. Dank dieser Menschen, dank dieser Fehler. Und das ist verdammt nochmal etwas Positives. Nutze dein Leben. Du hast nur dieses eine Leben. Werde dir einfach auch klar, was du wirklich willst. Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt. Werde dir klar, was du wirklich willst. Lass dich nicht durch andere Dinge beeinflussen. Lass dir nicht von außen diktieren, was du wirklich willst. Wie die Medien, die diktieren dir immer auf, du brauchst noch das, du brauchst das, um glücklich zu werden. Bullshit. Lebe dein Leben so, wie du es willst. Lebe dein Leben so, wie du es für richtig hältst. Lebe glücklich, lebe ein erfülltes Leben und genieße die Zeit mit deinen Lieben. In dem Sinne, love, peace and rock'n'roll. Bis dann. Ciao. Das war's auch schon wieder. Wenn dir das Video gefallen hat, gib dem Video einen Daumen nach oben. Teile das Video auf Facebook, damit auch deine Freunde etwas davon haben, etwas davon lernen können. Hier geht es nochmal zu meinem Video, wo ich das Testament eines Großvaters vorlese, der Tipps für seine Enkelkinder gibt. Das ist so ähnlich wie dieses Video hier. Sehr gut, kann ich nur empfehlen. Auf jeden Fall raufklicken. Hier geht es nochmal zu meinem Video mit den 100 dümmsten Anmachen. Sehr lustig. Auch nochmal raufklicken. Hier unten kannst du den Kanal abonnieren, dann verpasst du kein Video mehr. In dem Sinne, wir sehen uns nächste Mal wieder. Love, peace and rock'n'roll. Bis dann. Ciao.